Hallo, mein Name ist Srecho und ich bin Apotheker. In diesem Video präsentiere ich 8 Empfehlungen für guten Schlaf. Du kannst diese Empfehlungen für dich ausprobieren und testen, was deine Schlafsituation verbessert. Guter Schlaf ist nämlich sehr wichtig für ein gesundes Leben. Hier kannst du dir nun die 8 Empfehlungen ansehen. Regelmäßige Schlafenszeiten. Sich an regelmäßige Schlafenszeiten zu halten, auch am Wochenende. Natürlich klappt das nicht immer, aber der Körper kann sich so am besten daran gewöhnen, zu bestimmten Zeiten zur Ruhe zu kommen und zu schlafen. Angenehmer Schlafraum. Eine weitere Empfehlung ist, sich den Schlafraum genauer anzusehen. In diesem Raum solltest du nur schlafen und nichts anderes machen. Der Raum sollte ruhig, dunkel und kühl sein. Eine Raumtemperatur von 18 Grad ist ideal, damit der Schlaf erholsam ist. Keine elektronischen Geräte. Die dritte Empfehlung ist, wenn du zum Beispiel abends um 10 Uhr ins Bett gehst, idealerweise schon 2 Stunden vorher keine elektronischen Geräte mehr verwenden solltest. Das bedeutet kein Computer, kein Handy, kein Laptop und auch nicht Fernsehen. Warum? Das Licht der Geräte sorgt dafür, dass du wach bleibst. Wenn du 2 Stunden vorher keine elektronischen Geräte mehr verwendest, kannst du besser zur Ruhe kommen und leichter einschlafen. Kein Koffein am Abend. Die vierte Empfehlung betrifft Getränke am Abend. Kaffee, aber auch Alkohol und Nikotin stören den Schlaf. Koffein ist auch in Cola oder in grünem und schwarzem Tee enthalten. Am besten ab 16 Uhr kein Koffein mehr trinken. Warum? Der Körper braucht lange, um dieses abzubauen und deshalb hält es uns längere Zeit wach. Die Empfehlung ist deshalb, ab 16 Uhr kein Koffein, auch kein Cola mehr zu trinken. To-Do-Liste für den nächsten Tag. Viele Menschen sorgen sich oder haben Stress und können deshalb auch abends nicht abschalten oder einschlafen. Die fünfte Empfehlung ist deshalb, eine Liste zu machen, was am nächsten Tag zu tun ist, um nichts zu vergessen. Leg die Liste anschließend weg und versuche nicht mehr daran zu denken. So kannst du leichter in den Schlaf finden. Kein Mittagsschlaf. Wichtig für guten Schlaf ist ausreichend Schlafdruck. Das bedeutet, wenn du in der Nacht nicht gut schläfst, dann ist es besser, am Tag nicht zu schlafen, auch nicht kurz. Selbst wenn du in der Nacht gut schläfst, ist es besser, nach 17 Uhr kein Schläfchen mehr zu halten. Nur so wird genügend Schlafdruck aufgebaut, damit du abends wieder gut einschlafen kannst. Schlafdruck aufbauen. Wenn du unter Schlafstörungen leidest und nicht gut durchschlafen kannst, kannst du folgende Empfehlung ausprobieren. Gehe spät schlafen und stehe früh wieder auf, so dass du ein längeres Durchschlafen aufbauen kannst. Schlafe auch während des Tages nicht. Früh aufstehen und spät schlafen, damit du abends wieder normal einschlafen kannst. Erst wenn du wieder 5 Stunden durchschlafen kannst, kannst du die Schlafzeit schrittweise immer um ca. 15 Minuten verlängern. Das machst du so lange, bis du weißt, wie viel Schlaf du persönlich brauchst oder bis du wieder 8 Stunden durchschlafen kannst. Das ist die 7. Empfehlung. Probiere es einfach aus.
Ruhige Tätigkeit bei Schlafproblemen. Wenn du nachts aufwachst und nicht mehr einschlafen kannst, kannst du versuchen, einfach aufzustehen und nicht im Bett liegen zu bleiben. Gehe einer ruhigen Tätigkeit nach, also lies zum Beispiel ein Buch, bis du wieder richtig müde bist und schlafen gehen möchtest. Wichtig: Mach nur wenig Licht und versuche auch nicht zu essen. Einfach ruhig beschäftigen und bei Müdigkeit wieder schlafen gehen.